Besuch versprach, regnerisch, nass, ungemütlich halt. So kamen auch nur 20.500 ins Parkstadion, aber die brauchten ihr Erscheinen wirklich nicht zu bereuen. Klaus Teuber, Kutzop klärt zur Ecke. Schalke dominierend in den Anfangsminuten und hier Olaf Thun frei. Die Werderaner versuchten eine Abseitsfalle aufzubauen zu Beginn des Spiels und das ließen sie dann aber sehr bald. Hier der Schalker Trainer Dieter Ferner. 9. Petzai. Kein verhaltenes Spiel auf keiner Seite. Wunderschöne Ballannahme von Völler. Und die erste Gelegenheit für Werder. Etwa 18 Minuten gespielt. Hier, das war der bisher so glücklose Mittelstürmer der Bremer. Dietz, Teuber ständig am Ball und wieder Dietz. Schatzschneider. Etwas umständlich, hier spielt er zurück, findet seinen Mitspieler nicht. Und Teuber. Hervorragend reagiert von Dieter Burdenski im Tor von Werder. Wie gesagt, 20.500 Zuschauer, die ihre Mannschaft begeistert unterstützen. Teuber immer wieder am Ball, ein sehr beweglicher Stürmer. 6 Tore hat er bereits für Schalke erzielt in dieser Saison. Hier ein Zusammenprall mit Schaf. Und Freistoß für Schalke. Thun. Ja, der passte genau aus etwa 30 Metern. Aus einem relativ kleinen Körper. 1,70 ist der 18-Jährige groß. Solch ein Schuss. Die 35. Minute, die Führung für die Schalker. Und ich sprach es an, ein zum Teil begeisterndes Spiel. Dafür spricht eine solche Szene wie hier. Schauen Sie sich einmal an, wie die Schalker kombinieren können, wie sie spielen können. Es macht richtig Spaß zuzuschauen, aber die Schalker haben dennoch Schwächen. Spielerisch stark, aber dann machen sie Fehler in der Abwehr, wie gleich zu sehen sein wird. Petzai und dann ist Schaf völlig frei, kann ungehindert flanken. Neubart, das 1:1, wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff. Ein unnötiges Tor. Die Schalker Hintermannschaft passte nicht auf. 2. Halbzeit. Müllmann. Teuber, der überall zu finden war. Und dann liegt Frank Neubart am Boden. Er konnte danach wieder weiterspielen. Otto Rehhagel hielt es nicht mehr auf der Bank. Wann hält es ihn schon mal auf der Bank? Und dann Diersen. Flanke. Ja, und da war die Frage, hat Kutzop Schatzschneider festgehalten? Man kann es nicht erkennen. Es spielte sich am Bildrand ab, diese Szene. Ich meine, es war ein Foul von Kutzop und damit der Elfmeterpfiff zurecht. Klaus Teuber läuft an. Mit vollem Risiko geschossen. 2:1 für Schalke, 56 Minuten waren gespielt und diese Führung entsprach auch voll und ganz dem Spielverlauf. Hier Teuber, der Torschütze, das war sein 7. Tor in dieser Saison. Sitka. Diese Szene ungekürzt. Kutzop, wieder Sitka. Kutzop. Und das war Rudi Völler. Mit seinem 2. Tor in dieser Saison
Er hat ja erst eins geschossen beim 6:2 gegen Köln. Vielleicht ist nun der Knoten bei ihm geplatzt. Franz Beckenbauer wird es sicherlich freuen im Hinblick auf das Schwedenspiel, dass der Bremer Mittelstürmer hier wieder getroffen hat. Pfiff von Schiedsrichter Scheurer, mit dem die Zuschauer oft nicht einverstanden waren. Aber welche Heimmannschaft ist schon und welche Heimzuschauer sind schon mit dem Schiedsrichter zufrieden? Freistoß für Werder. Müllmann. Tja, das sind die Fehler, von denen ich sprach. Und jetzt achten Sie auf Dietz. Ganz klar den Ball an die Hand bekommen. Er tut so, als hätte er ihn an den Kopf bekommen. Und der Elfmeterpfiff, der mögliche, blieb aus. So nur Eckball für Werder. Das war so etwa 8 Minuten vor dem Schlusspfiff. Nicht besonders sportlich, kann man sagen, von Dietz, aber clever. Er spielt seine Routine nach wie vor aus. Eckball also für Bremen. Kein Problem für Junghans. Es blieb beim 2:2. Die Anspruchsunterschiede zwischen beiden Mannschaften wurden nicht deutlich. Zurück zu Oskar Waag.